Größe. Lucy, vielen Dank, dass Sie die Zeit finden, ein Gespräch mit mir zu führen. Stellen Sie sich doch bitte erstmal den Zuschauern vor. Ja, Helmut Lucy ist mein Name. Ich bin hier in Schulte geboren, bin gebürtiger Schulter und bin seit 12 Jahren hier Ortsbürgermeister in der Gemeinde Schulte. Wie viele Einwohner hat die Gemeinde Schulte? 700, etwas über 700. Okay. Wir haben ein kleines Vorgespräch geführt. Ich habe erfahren, dass Gutachter, die Schäden, Schuld, das sehr schwer getroffen, ich meine, sehr schwer getroffen worden, bei 42 bis 50 Millionen Euro allein Sachschäden. Ja. Wie wollen Sie das finanzieren, um hier Wiederaufbau zu leisten? Wie wollen Sie das finanzieren? Eine gute Frage. Also wir hoffen, dass die vom Bund und Land zur Verfügung gestellten Finanzmittel denn auch hier in der Gemeinde an die Betroffenen fließen, sowohl an die geschädigten Immobilienbesitzer als auch an Infrastrukturmaßnahmen, was hier in der Gemeinde vorgenommen werden soll, auch 1:1 umgesetzt wird. Und ich glaube, bei dieser Chose oder bei dieser Katastrophe wird Gewinner und Verlierer geben. Aber ich weiß das zurzeit gar nicht einzuschätzen. Es ist ja noch gar nicht klar, wie die Milliarden, die fließen sollen, verteilt werden. Ja. NRW ist ja auch stark betroffen. Rheinland-Pfalz, das untere Ahrtal, ist sehr stark betroffen. Und ich weiß gar nicht, wie die Gesamtschäden, auf offene Zahl, die sich belaufen, aber das werden schon Milliarden sein. Allerdings, wenn ich die Worte von Helge Braun nochmal wiedergeben darf, wenn noch mehr benötigt wird, wird nachgebessert. Das waren seine Worte. Ne? Ja. Wie würden Sie Ihr Dorf vor der Katastrophe beschreiben? Tja, also wir waren bis vor der Katastrophe ein mittelmäßiges oder ein schöner Ort mit super Infrastruktur. Wir haben einen Kindergarten, wir haben einen Arzt, wir haben zwei Hotels, eine Gaststätte, eine Pizzeria, einen Lebensmittelladen mit Fleischerei dabei. Wir haben einen Bäcker gehabt und eine tolle Pizzeria. Und da ist zurzeit nichts mehr von da. Pizzeria, Bäcker sind abgerissen, der Bäcker will wieder aufbauen. Die Pizzeria wird schwierig an diesem Ort wieder aufzubauen, weil sie in unmittelbarer Nähe der A gelegen hat. Aber dafür haben wir schon sehr wahrscheinlich eine Ausgleichsfläche bzw. eine Ausweichimmobilie gefunden. Und wir werden versuchen, unseren Pizzabäcker da unterzubringen. Und es muss natürlich dieses Haus jetzt auch sehr betroffen. Das muss hergerichtet werden und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Der Fleischer, der will nicht mehr aufmachen mit seinem Lebensmittelmarkt. Das ist schon ein herber Rückschlag, aber ansonsten eine Kfz-Werkstatt ist sehr hart betroffen, aber die wollen alle weitermachen. Ein Steinmetzbetrieb ist hart betroffen, ein Natursteinbetrieb ist sehr hart betroffen, dem ist das komplette Equipment, die ganzen Maschinen, um große Steine zu schneiden, ist dem alles, hat alles unter Wasser gestanden, die komplette Elektronik ist kaputt und da muss natürlich viel Geld hinfließen, damit der sein Betrieb auch wieder einigermaßen aufbauen kann. Wie viele Immobilien sind zerstört oder sind so beschädigt, dass sie abgerissen werden müssen? 11 bis 12, schätze ich mal, müssen abgerissen werden. Ja. Bis jetzt sind 7 abgerissen, aber die Zahl, die geht nach oben, weil die Gutachter noch nicht überall durch sind und dann bewerten müssen, ob das Gebäude noch standfest ist oder abgerissen werden muss. So. Wie sieht es mit der Infrastrukturversorgung aus, insbesondere die allerwichtigste nach meiner Einschätzung ist Wasser. Ja. Danach kommt Elektrizität und in absehbarer Zeit natürlich auch Wärme. Also Wasser, also Elektrizität hatten wir ungefähr so nach knapp 2 Wochen wieder
komplett innerorts in den Haushalten. Und, aber Wasser ist natürlich ein großes Problem. Wir haben THW hier, die eine riesen Wasseraufbereitungsanlage hat, die den östlichen Ortsteil mit Wasser versorgt. Der nördliche und südliche Ortsteil, die werden, sind teilweise wieder im regionalen Betrieb. Der regionale Wasserversorger hat sehr gut gearbeitet, sind 300 Meter Hauptwasserleitung betroffen gewesen, die in kürzester Zeit wiederhergestellt worden sind. Hier im Ort hat man noch 25 bis 30 Meter Hauptversorgungsrohr gefunden, was mittlerweile auch wieder in Stand gesetzt worden ist. Der größte Teil des Ortes, bis auf einige Ausnahmen, hat jetzt wieder Wasser. Ich würde mal sagen, so 90% im Ort haben wieder Wasser. Okay. Aber da ist nicht mehr lange Zeit. Was sagen Sie zum Thema Wärme? Wärme wird wohl ein schwieriges Thema werden, weil die Gebäude, die unter Wasser gestanden haben, die müssen jetzt erstmal getrocknet werden, bevor man wieder einen Putz aufbringen kann. Aber der größte Teil der Heizungen ist natürlich zerstört und die muss erneuert werden. Und da ist man am Zweifel, geht man jetzt auf Öl oder geht man jetzt auf Gas, weil Fernwärme gibt es hier nicht. Oder macht man sogar eine Pelletsheizung. Aber das muss jeder Immobilienbesitzer selber entscheiden. Okay. Wir finden uns hier auf dem Vorplatz der Kirche. Wie heißt die Kirche? St. Gertrud. St. Gertrud. Gut, St. Gertrud. Und das ist im Moment Ihr Rathaus, Ihr Bürgerbüro. Genau so ist es. Also ausschließlich das Rathaus ist eines von den Gebäuden, die passiert betroffen sind. Nein, wir hatten ein Dorfgemeinschaftshaus, was wir. Das war meine ehemalige Schützenhalle. Die war aber so marode, dass wir sie komplett neu sanieren mussten. Wir haben den Bauamt und Brandschutz alles hinzugezogen und haben seit über 3 Jahren diese Immobilie saniert mit über 10.000 freiwilligen Helferstunden und jede Menge Equipment, und um den Haushalt somit zu entlasten. Und waren jetzt kurz vor der Fertigstellung. Wir hatten eine Toilettenanlage mit Behindertentoilette, Kinderwickelraum, alles auf den neuesten Stand gebracht. Und diese Einweihung haben wir leider nicht mehr erlebt, denn bei diesem Hochwasser ist auch leider die komplette Bubenleihhalle, haben wir sie genannt, den Fluten zum Opfer gefallen, so dass nichts mehr steht. Und ich sag mal, alle Nachweise an Fotos oder alle Dokumente, die wir in eine Fotogalerie an die Wand gebracht hatten, da ist nichts mehr von da. Das ist ein Thema, das in meinen Augen viel zu wenig bei anderen Medien auch thematisiert wird. Das ist kein richtiger materieller Schaden, sondern eher ein ideeller Schaden und ein Existenzschaden, diese Fotoalben, Erinnerungsstücke, das Taufkleid, all diese Dinge, mit denen Menschen sich an ihrer Identität bestätigt fühlen, die Teil ihres Lebens sind. Das ist ja bei fast allen Unterwasserschaden verloren. Unerbringlich. Da helfen eine Milliarden. Also die persönliche Persönlichkeit oder die Seele der Menschen, die hat schon Schaden genommen. Da gibt es keinen Zweifel dran. Und ein Stück ihres Lebens ist teilweise, oder Erinnerungen ihres Lebens sind teilweise in den Fluten weggespült worden. Und ich glaube, wenn die Leute mal so weit fertig sind, dass sie ihre Immobilie mal teilweise saniert haben, und dann werden die Leute in ein tiefes Loch fahren und werden erstmal begreifen, was die Flut hier angerichtet hat und wie schwer es ist, an neue Dokumente und alles zu kommen. Vieles wird man ja gar nicht mehr finden. Von der Heiratsurkunde angefangen, vielleicht über den Personalausweis, über alle Bescheinigungen, die man im Leben braucht, Versicherungsunterlagen, ist ja alles weg. Kontoauszüge, alles. Steuererklärung ist ein schwieriges Problem, vor allen Dingen für die Gewerbetreibenden. Haben Sie
ihr auch Unterstützung? Das läuft jetzt in Waldmorzheim an. Ja. War auch ein Aufruf von Herrn Winterfurt und Herrn Hartmann, das ist ein Gala-Unternehmer aus Fulda, ja. Der von Tag 1 mit 15 Mann und Maschinenwaffe geholfen hat. Diesen, dass sie da sind, war Zufall. Die sind halt irgendwie hingefahren, haben gesehen, haben angefangen und dann. Sie sind zwar auch in anderen Ortschaften unterwegs, aber das ist, nachdem wir zwei Vorzeit einigermaßen gut dasteht, geht ja auch in andere. Aber es ist auch so unglaublich viel Arbeit, die dann leisten werden muss. Wir haben einen Aufruf gemacht, pensionierte Verwaltungsbeamte, kommt doch bitte und helft den Menschen hier vor Ort. Jetzt ist einer aus Monum gekommen, Nordrhein-Westfalen, der war Amtsleiter. Gesagt, mache ich, dass auch andere dazu gekommen, haben Sie sowas hier auch? Ja, also bei uns läuft ja größtenteils alles über die Verbandsgemeinde Aden, vom ja. Bauamt über Abwasser und so weiter und so fort. Und da hat man jetzt Hilfe von Personen angefordert, ehemaligen Mitarbeiter ja. aus der Verbandsgemeinde, die im Bauamt oder im Abwasserbereich tätig war. Und die sind jetzt vor Ort und unterstützen uns in der Aufnahme der Schäden, in allem, was die Infrastruktur hier befasst, um mal eine Kostenerhöhung nochmal ja. ihrerseits zu machen. Aber das funktioniert. Okay. Jetzt habe ich gehört, Herr Bürgermeister, dass es vor allem Ihr Verdienst ist, dass hier im Ort niemand gestorben ist, weil Sie die Entscheidung getroffen haben, es wird evakuiert. Wie viel Uhr haben Sie die Entscheidung getroffen? Und also, dem muss ich widersprechen. Okay. Das stimmt nicht so. Also, wir wussten aus den Medien ja, dass es Starkregen gab. So. Wir haben unser, so gegen Mittag, 1 Uhr rum, sag ich mal, unseren Hochwasserverbau um die ehemalige Bubenleihhalle gemacht. Haben unsere Hochwasserverbau an den gefährdeten Stellen aufgestellt, wo das jetzt immer ein kritischer Punkt war. Ja, und der Regen wird ja immer mehr und die Leute sind hier teilweise von der Feuerwehr informiert worden, dass die Lage doch sehr bedrohlich ist und dass sie lieber ihre Häuser verlassen sollen als und andere hochgelegenere Immobilien aufzusuchen oder bei Verwandten oder Bekannten unterkommen, weil die Lage ist doch sehr bedrohlich. Es gibt aber auch Leute, die haben sich partout nicht mit der Feuerwehr aus ihren Häusern holen lassen und haben dann die ganze Nacht in ihren Häusern geharrt. Also es gibt solche und solche. Also es waren Sie gemeinsam mit der Feuerwehr, aber die Einsatzkräfte und Sie haben an welchem Punkt entschieden, das wird uns jetzt zu heiß und zu plötzlich. Ja, wie das Wasser immer höher stieg. Irgendwann war ja mal abzusehen, dass das kein Hochwasser mehr war und eine riesen Flutwelle hier ankam. Wie sind Sie von den übergeordneten Behörden oder alarmiert worden? Weniger. Also übergeordnete Behörde. Der Verbandsbürgermeister, der war im Dauereinsatz, hat denn die hiesige Feuerwehr informiert, so Leute, macht euch auf was gefasst und fangt an, die Leute zu evakuieren, wo denn dieses auch durchgeführt wurde. Sie haben vorhin geschildert, das geschah teilweise unter Lebensgefahr auch für die rettenden Feuerwehr. Ja klar. Und auch Privatpersonen. Die ältere Menschen aus ihren Häusern geholt haben und unter Einsatz ihres Lebens, muss man sich mal vorstellen. Also das war schon extrem. Haben Sie einen Messpunkt, können Sie nachvollziehen, wie hoch die Welle? 7,87 Meter. 7,87 Meter? Ja. 2016? 5,10 Meter. Was auch schon enorm ist, aber... Ja, aber das haben wir gut weggesteckt. Da stand ein Keller unter Wasser. Und, aber die Leute, die wissen genau, bei Hochwasser steht mein Keller unter Wasser, deshalb wurden die Geräte, Waschmaschine, Trockner und sowas oder Heizung, die wurden im Voraus schon so 50 cm oder 60 cm höher gesetzt. Ne? Und dann hat man die Keller leer gepumpt und das war's denn. So. Ja, als der Strom ausfiel, da hingen die Leute ja auch in ihren Wohnungen drin.
und die noch drin geblieben waren oder sich nicht rausholen haben lassen und sind dann mit Taschenlampen ringsumher geirrt. Wir haben die auch gesehen, aber das Haus ist dann bis zur Hälfte unter Wasser und die Flut war ja riesig. Und da kommen sie ja nicht mehr dran. Man hat noch mit Hubschrauber versucht, aber das war nicht zu machen. So, die Leute haben ausgehalten bis morgen früh. Ich habe noch bis so 2:30 hier vorne an der Brüstung gestanden, wo man den besten Blick auf die A hat. Und da hat man aber gemerkt, das Wasser geht langsam zurück und die Lage entspannt sich ein wenig. Herr Bürgermeister, ich war ab der dritten Woche hier und ab die ersten zwei nicht erlebt. Insofern kann ich das nur durch Weltstudio rekonstruieren oder ein Gespräch. Ich habe aber schon das Gefühl, dass hier mindestens wöchentlich verschiedene Phasen durchlaufen werden. Ja. Wenn Sie jetzt zurückdenken an Tag 1 der Katastrophe, den Donnerstag, ja, die erste Woche drauf, die zweite Woche, muss ja nicht mal genau eine Woche sein, das ist, was ich meine, diese einzelnen Phasen, fassen Sie die zusammen bis heute? Tja, am Morgen nach der Flut, da haben wir erstmal die Schäden gesehen, die Flut hinterlassen hat. Und die Hauptstraße, die war fast komplett weggerissen, auf einer Länge von so 15 bis 20 Meter. Da befand sich ein 6 Meter tiefer Graben. Und da ging ja anfangs nichts mehr, überhaupt nichts. Strom war weg, Wasser war weg, alles war weg. Worauf ich natürlich, den Firmen hier im Umkreis, denen ich natürlich sehr dankbar bin, war die Firma Krämer, die am dritten Tag schon hier angerückt ist, mit richtig schwerem Gerät, hat die Gräben verfüllt, zugemacht, dass die Infrastruktur nach und nach wieder immer mehr aufgebaut wurde. Okay. Bei den Menschen, wie das wahrnehmen und welchen Die Menschen waren traumatisiert. Der Schock, meine Immobilie ist weg, existiert vielleicht gar nicht mehr oder hat bis zum zweiten Geschoss unter Wasser gestanden. Ich glaube, wir haben das die ersten paar Tage noch gar nicht realisiert. So, und es ging ja sukzessive weiter. Man hat ja überall in den Medien diese Katastrophe nachvollziehen können und in der zweiten Woche oder 5-6 Tage danach, da kamen ja schon riesige Scharen an freiwilligen Helfern hin und haben den Betroffenen denn geholfen, die Keller ausräumen, die Immobilie leer zu räumen. Und es ging ja sukzessive so weiter bis zum heutigen Tag. Mittlerweile sind der größte Teil, also 95% der Immobilien, da ist schon Putz runter und die Infrastruktur wird immer besser. So nach und nach normalisiert sich das Leben auch für die Bevölkerung. Sie haben ja sicher auch einen Anteil älterer Einwohner. Ja. Wie geht es denen? Die wollen nicht umgesetzt werden, die wollen da bleiben, wo sie sind. Ja, die haben aber ihr Haus total zerstört. Ja. So. Sind die versichert? Teilweise, aber auch teilweise nicht. Die Versicherten, die haben natürlich wenig Probleme als wie die Leute, die nicht versichert sind. So. Und da ist ja die Diskrepanz, wie man jetzt so unter der Bevölkerung wahrnimmt, der eine, der keine Versicherung hat, der wird jetzt zu 80% entschädigt. Der eine hat eine Versicherung, der bekommt 100%. Und dann sagt der, kommen so die Gespräche auf, ja, ich hätte mir ja die ganzen Jahre die Beiträge sparen können, die ja nicht gerade klein sind, weil der Beitrag zur Elementarversicherung ist hier an der A schon ziemlich hoch. Und 2016 habe ich gehört. Ja, so ungefähr. Und dann kommt natürlich ein Neidfaktor auf, weil der eine sagt, ich habe jedes Jahr 1.500, 1.600 € an Versicherung bezahlt. Der hat keine bezahlt. Der bekommt 80% und ich bekomme nur 100%. So. Aber es wird Gewinner und Verlierer bei dieser Katastrophe geben. Ich glaube, jedem Einzelnen das Recht zu machen, wie er es gerne hätte, ist schier unmöglich. Okay. Mit Ihrem Kollegen Sebastian aus Lernau hatte ich ein
Gespräch auch die Rolle des Krisenstabs und der AGD. Und er hat klipp und klar gesagt, in den ersten zwei Wochen habe ich niemanden erreicht und niemand hat versucht, mich zu erreichen. Wir waren vollständig allein. Also, wie war das bei Ihnen? Genauso würde ich so sagen, weil es musste ja erstmals ein Krisenstab aufgebaut werden. Und das handelt man ja nicht innerhalb von ein paar Tagen. Also das war schon ein Problem, weil es war kein Ansprechpartner vor Ort. Teilweise war ja auch der Mobilfunk oder der Festnetzanschluss funktioniert bis heute teilweise noch nicht. Es war ja auch schwierig, Leute in der Kreisverwaltung oder in der Verbandsgemeindeverwaltung zu erreichen, weil halt die Telekommunikation ja den ersten paar Tagen total am Boden lag. Ne? Ja, schwierig. Wie ist die Situation heute? Heute ist bedeutend besser. Also wenn Probleme auftauchen, dann habe ich den Staatssekretär Kern, der war ja hier vor Ort und der sagte mir, wenn es Probleme gibt, rufen Sie mich an, ich bin für Sie da. Und das ist in meinen Augen ein sehr kompetenter Mann. Wenn der was anpackt, bin ich davon überzeugt, es funktioniert. Sie kennen die Gemeinde ja von Geburt an, jetzt als Bürgermeister, auch von der Verwaltungsseite her. Haben Sie selber hier ein Haus gebaut? Ja, klar. Steht es noch? Ja, ich liege auf einer Anhöhe, da ist nichts passiert. Okay. Da haben Sie wenigstens ein gutes Zuhause und können Sie mal schlafen, das Ihr eigenes Gerät machen. Aber haben Sie schon ein Gefühl, wie lange das dauert, das Dorf wieder, sagen wir mal so, wieder lebenswert zu machen und dann annähernd oder im gleichen Zustand, wie es früher mal war? Also den Ort in den gleichen Zustand zu versetzen, wie er früher war. Das wird nicht funktionieren. Das Dorf wird sich verändern. Vielleicht zum Vorteil oder zum Nachteil. Aber jede Chance oder jede Katastrophe bietet auch eine Chance zum Neuaufbau. Ja. Und aber nochmal eine Zeitschiene. Zeitschiene würde ich sagen, ich würde mal sagen, 2 Jahre. Dann wird es zu 60% wieder oder 65% wieder normales Leben möglich sein. Der Rest von den 35% beziffere ich ungefähr auf 5-6 Jahre. Wird das dauern. Ja, klar, Sie müssen ja jetzt mal sehen, wir sind ja nicht die einzige Baustelle. Und hier müssen Sie mal eine Firma regenerieren. Aus Ihren Firmen und Handwerker. Eben. Die sind ja auch zurzeit ausgelastet, haben ihre eigenen Kunden, die bedient werden müssen. Ja. Und da wird ja auch eine gewisse Zeitverzögerung drin sein. Ja. Also 5-6 Jahre wäre realistisch, bis das wieder einigermaßen zu 90% aufgebaut wird. Woraus setzt sich der Haushalt der Gemeinde schon zusammen? Ist das vor allem Tourismus oder Tourismus, Gewerbe? Über die Einwohnerzahl mit 700 Einwohnern bekommt er keine große Umlage. Nein. Das ist. Ich bemängel immer, habe ich auch schon immer gesagt, die Kommunen werden so ein bisschen im Stich gelassen. Wenn man sieht, dass so um die 83% allein an Verbands- und Kreisumlage weggehen und mit dem Rest haben wir noch einen Ort bewirtschaften können, ist schier unmöglich. Deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben hier eine Top-Dorfgemeinschaft, die, wenn Projekte realisiert werden müssen oder wollen, dass die größtenteils in Eigenleistung durchgesetzt, verbracht wird. Ja, alle. Darauf muss ich ehrlich sagen. Also, und ich glaube jetzt, wenn man das so gesehen hat nach der Flut, wie man sich gegenseitig geholfen hat, glaube ich, dass die Dorfgemeinschaft gestärkt aus dieser Katastrophe hervorgeht. Okay. Sie sind wahrscheinlich 4 Tage nach dem Einsatz. Können Sie ein bisschen frei nehmen? Oder? Ich habe jetzt in den 5 Wochen mir mal einen Sonntag freigenommen und bin dann zu meiner Tochter gefahren, damit man mal ein bisschen Abstand gewinnt. Aber Abstand
gewinnt man nicht. Also man ist permanent am Nachdenken, wie geht es weiter, was passiert in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen und Wochen und wie geht es allgemein weiter beim Aufbau und wie kann man den Leuten helfen, weil es kommen ja Fragen über Fragen und ich kann die auch nicht alle beantworten. Ich denke, ein ganz großes Problem, das wird an Ihnen und an anderen Personen, sei es der Pfarrer oder die Vereine, die Motivation bezahlt für die Menschen, dass hier die Hoffnung auch stirbt, bis hier weitergeht. Also, die jungen Menschen möchten alle gerne hier bleiben. So, aber teilweise sind die Häuser so zerstört, dass sie abgerissen worden sind. Oder die Leute, die Immobilie verkaufen und sagen, ich will hier in diesem Teil des Ortes nicht mehr leben, weil ich Angst habe, beim nächsten Hochwasser stehe ich im Bett gerade und mache mir Sorgen, hoffentlich passiert nicht die gleiche Katastrophe wieder. Und wir müssen Bauland regenerieren und für die jungen Leute, da müssen die hier bleiben. Und da hoffe ich auch an die Politik und auch an die Behörden, dass das jetzt ein einfaches Zusammenspiel ist. Nicht, dass jede Behörde wieder ihr eigenes Süppchen kochen will oder wie in der Vergangenheit, dass wir wegen einer seltenen Blume, die zur Grundnahrung der Schmetterlinge dient, die Hälfte eines Neubaugebietes denn brach liegen lässt und sagt, so, hier darf nicht gebaut werden. Also jetzt ein großes Umdenken. Ja, wir haben ja auch seit 35 Jahren Naturschutz, Umweltschutz, alles mitgemacht. So, und jetzt muss es uns auch mal gestattet sein, da mal 5 oder 6 Jahre auszuscheiden, um der Bevölkerung hier eine Perspektive zu geben, weil ich habe langsam das Gefühl, bei uns zählt ein Maikäfer mehr wie ein Menschenleben. Ich habe noch einen letzten Punkt, den habe ich vorhin vergessen, bei den Gutachten, geschätzten Schäden im Moment noch. Betrifft das nur die Gemeinde, also materielle Schäden, oder sind die Flurschäden, wenn man da langfährt und wie das links und rechts da aussieht, mit den Leuten, Baumbeständen und so weiter, da muss man ja auch rein. Ja, klar. Aus Sicherheit. Ja, klar. Ja, klar. Ja, das ist ja alles potenzielles Schwimmen. Ich glaube, jeden Fall. Das ist da noch nicht. Nein, da ist da noch nichts geschehen. Da sind noch keine Kosten eruiert worden. Weil die Forstarbeiten, zahlt ihr auf den Haushalt der Gemeinde? Oder nein, ja, teilweise. Aber wir haben ja auch Einnahmen durch den Forst. So ist es ja nicht. Obwohl der Holzpreis ja jetzt für die Privatbesitzer noch für die Kommunen am Boden liegt und der Holzpreis, der steigt in Semense. Also ich verstehe dieses ganze Zusammenspiel nicht, wenn Kubikmeter Holz, der vorher 300 Euro gekostet hat, jetzt auf einmal 800 Euro kostet und mir das Holz nach Amerika und nach China verschiffen, da ist doch irgendwas faul an dieser Sache. Kann mir doch keiner erzählen. Ja. Herr Bürgermeister, besten Dank für das Gespräch, nicht zu lange genommen haben und wünsche Ihnen viel Kraft, um hier die Bürgerinnen und Bürger das in den Griff zu bekommen. Das ist noch eine lange Strecke zu gehen. Das ist noch eine lange Strecke, aber wir gehen die Strecke gemeinsam. Ich bin da nicht alleine, ich habe gute Helfer, auch im Gemeinderat und auch aus der Dorfbevölkerung habe ich tolle Unterstützung und ich bin da optimistisch, dass wir den Weg gemeinsam schaffen werden.